wunderschönen guten Morgen euch allen. Bleibt gerne mit bei euren Bibeln, haltet sie geöffnet und ich lese einfach weiter und wir lesen Kapitel 21 und ich merke jetzt gerade auch, wir sind heute hier ein vergrößerter Hauskreis. Sind ja wirklich einige weg. Okay, Kapitel 21 und ich lese einfach weiter hier aus 1. Mose. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte, und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren worden war, den Sarah ihm geboren hatte, den Namen Isaak. Und Abraham beschnitt seinen Sohn Isaak, als er 8 Tage alt war, wie Gott ihm geboten hatte. Abraham war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah sagte, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Jeder, der es hört, wird mir zulachen. Und sie sagte, wer hätte je dem Abraham verkündet, Sarah stillt einen Sohn, denn ich habe ihm in seinem Alter einen Sohn geboren. Und das Kind wuchs und wurde entwöhnt. Und an dem Tag, als Isaak entwöhnt wurde, bereitete Abraham ein großes Mahl. Und Sarah sah den Sohn der Ägypterin Hagar, den diese dem Abraham geboren hatte, scherzen. Da sagte sie zu Abraham, vertreibe diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn Erbe werden, mit Isaak. Und dieses Wort war sehr übel in Abrahams Augen, um seines Sohnes willen. Aber Gott sprach zu ihm, lass es nicht übel sein in deinen Augen wegen des Jungen und wegen deiner Magd. In allem, was Sarah zu dir gesagt hat, höre auf sie. Denn nach Isaak soll dir die Nachkommenschaft genannt werden. Doch auch den Sohn der Magd werde ich zu einer Nation machen, weil er dein Nachkomme ist. Und Abraham machte sich früh am Morgen auf und er nahm Brot und einen Schlauch Wasser und gab es der Hagar, legte es auf ihre Schulter und gab ihr das Kind und schickte sie fort. Da ging sie hin und irrte in der Wüste von Beersheba umher. Als aber das Wasser im Schlauch zu Ende war, warf sie das Kind unter einen der Sträucher und sie ging hin und setzte sich gegenüber, einen Bogenschuss weit entfernt, denn sie sagte, ich kann das Sterben des Kindes nicht ansehen. So setzte sie sich gegenüber hin, erhob ihre Stimme und weinte. Gott aber hörte die Stimme des Jungen. Da rief der Engel Gottes, der Hagar, vom Himmel zu und sprach, was ist mit dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat auf die Stimme des Jungen gehört, dort, wo er ist. Steh auf, nimm den Jungen und fasse ihn bei der Hand, denn ich will ihn zu einer großen Nation machen. Und Gott öffnete ihre Augen und sie sah einen Wasserbrunnen. Da ging sie hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Jungen zu trinken. Gott aber war mit dem Jungen und er wurde groß und wohnte in der Wüste und er wurde ein Bogenschütze. Und er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus dem Land Ägypten. Und es geschah nach dieser Zeit, da sagte Abimelech und Pischol, sein Herr Oberster, zu Abraham, Gott ist mit dir in allem, was du tust. So schwöre mir bei Gott, dass du weder an mir noch an meinem Spross noch an meinen Nachkommen betrügerisch handeln wirst. Nach der Gnade, die ich dir erwiesen habe, sollst du an mir tun an dem Land, in dem du dich als Fremder aufhältst. Da sprach Abraham, ich will schwören. Abraham aber stellte Abimelech zur Rede wegen eines Wasserbrunnens, den Abimelechs Knechte mit Gewalt weggenommen hatten. Da sagte Abimelech, ich weiß nicht, wer das getan hat, weder hast du es mir berichtet, noch habe ich davon gehört, außer heute. Da nahm Abraham Schafe und Rinder und gab sie Abimelech und beide schlossen einen Bund. Und Abraham stellte 7 Schaflämmer der Herde beiseite, da sagte Abimelech zu Abraham, was sollen diese 7 Schaflämmer, die du beiseite gestellt hast? Und er sagte, die 7 Schaflämmer sollst du von meiner Hand annehmen, damit mir das zum Zeugnis sei, dass ich diesen Brunnen gegraben habe. Daher nennt man diesen Ort Beersheba, weil sie dort beide geschworen hatten. Sie schlossen einen Bund in Beersheba. Dann machten Abimelech und sein Herr Oberster Pichol sich auf und kehrten in das Land der Philister zurück. Und Abraham pflanzte eine Tamariske in Beersheba und rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. Und Abraham hielt sich noch lange Zeit als Fremder im Land der Philister auf. Das ist Gottes lebendiges Wort. Möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Abhängig davon, was für ein Typ Mensch du bist, reagierst du sehr unterschiedlich auf neue Situationen in deinem Leben. Abhängig davon, was für ein Persönlichkeitstyp bist, gehst du unterschiedlich mit neuen Herausforderungen um, mit neuen Situationen herum. Ich weiß nicht, wie du bist, wenn du in eine neue Situation hineinkommst, mit neuen Menschen in Kontakt kommst, wie du drauf bist. Ja, bist du derjenige, der sofort mit seiner ganzen Persönlichkeit da ist? Oder bist du eher der Beobachter?
Hältst dich eher im Hintergrund oder verstellst du dich sogar ein Stück weit? Muss ja nicht gleich sofort jeder meinen kompletten Charakter mitbekommen. Heute beobachten wir einen Mann, der in eine neue Situation reinkommt und wir können beobachten, wie er reagiert. Wir schauen uns Kapitel 20 und 21 gemeinsam an. Vielleicht hat sich der eine oder andere gefragt, was haben die denn heute vor? Ganz genau, zwei Kapitel heute. Warum? Weil sich beide Kapitel um eine Frage drehen. Wie lebe ich in der Fremde meinen Glauben? Wie lebe ich in der Fremde meinen Glauben? Wenn du mal in deinen Text reinschaust, wirst du merken, dass im ersten Vers unseres großen Textes, in Kapitel 20, Vers 1 steht, dass sich Abraham als Fremder in Gera aufhielt. Und im letzten Vers unseres Textes, Kapitel 21, Vers 34, lesen wir, dass Abraham sich als Fremder in diesem Land aufhält. Also diese Kapitel drehen sich darum, was es bedeutet oder wie es aussah, als Abraham in eine Situation kam, die neu für ihn war, die er nicht kannte. Ein unbekanntes Land lag vor ihm mit unbekannten Menschen, unbekannter Kultur. Wie lebe ich hier? Und wir sehen mal wieder einen ängstlichen und zweifelnden Abraham, aber wir sehen auch einen Gott, der treu seine Verheißungen bewahrt. Und das sind eben unsere beiden Punkte. Und wir beginnen mit Abraham in der Fremde ängstlich und zweifelnd. Ja, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Déjà-vu gehabt hast, wahrscheinlich schon. Du bist in einer Situation und denkst, Moment mal, das hatte ich schon mal. Hattest du natürlich nicht. Denn ein Déjà-vu ist eine Erinnerungstäuschung, eine Erinnerungsillusion. Es kommt dir so vor, als hättest du das schon mal erlebt. Nun, Kapitel 20 ist kein Déjà-vu, ist keine Täuschung. Das hier ist eine neue Situation. Wir sind nicht in Kapitel 12, wir sind in Kapitel 20, aber wir sehen alte, wahrscheinlich tief sitzende Verhaltensmuster. Und schaut mal, was hier passiert. Ja, wir erfahren, dass Abraham sich in den Süden des Landes aufmacht. Und dort in einer Stadt namens Gera kommt es zu einer Situation, die uns ziemlich bekannt vorkommen muss. Schaut mal, was hier steht. Vers 1 und 2. Als er sich in Gera als Fremder aufhielt, sagte Abraham zu seiner Frau, sie ist meine Schwester. Ernsthaft? Die Nummer wieder? Ja, genau. Das, was in Kapitel 12 in Ägypten schon nicht gut gelaufen ist, wird einfach nochmal gemacht. Abraham scheint nichts gelernt zu haben aus dem, was mehr als 20 Jahre zurückliegt. Irgendetwas in ihm bringt ihn wieder dazu, genauso zu reagieren. Und was er damit zeigt, ist natürlich wiederum, dass er Gott nicht wirklich vertraut. Deshalb greift er wieder zu dieser Story. Sarah, das ist meine Schwester. Und das kommt, wie es kommen muss. Der König dieses Gebiets heißt nicht wirklich Abimelech, sondern es ist nur ein Titel. Abimelech bedeutet so viel, mein Vater ist König. Wir werden ein paar Kapitel später wieder einen Abimelech treffen, der ein anderer ist. Der wird auf Sarah aufmerksam und nimmt sie kurzerhand in seinen Harem auf, weil er davon ausgeht, dass das Abrahams Schwester ist. Und was passiert? Ganz einfach. Mal wieder lässt sich Abraham nicht durch seinen Glauben an Gott leiten. Mal wieder vertraut er seiner persönlichen Einschätzung der Situation mehr als Gott. Mal wieder sind seine Entscheidungen nicht von Vertrauen auf Gott motiviert, sondern von Angst. Angst vor dem Tod. Angst vor fremden Menschen. Angst davor, dass Gott es nicht schafft, seine Verheißung zu erfüllen. Denn wenn ihr es noch nicht, wenn ihr vielleicht heute zum ersten Mal da seid, vielleicht erinnert ihr euch, die anderen erinnern sich vielleicht, Abraham und Sarah warten die ganze Zeit auf einen Nachkommen. Und natürlich war durch diese Situation diese Verheißung zumindest äußerlich wieder bedroht. Was ist, wenn der Kerl meine Frau wegnimmt und mich tötet? Nachkomme AD. Und wie reagiert Abraham, als Abimelech ihn zur Rede stellt? Habt ihr das gesehen? Er kommt nicht nur mit Erklärungsversuchen, auf die gehen wir gleich ein, sondern offenbart mit seiner Antwort, dass er eben nicht sich durch seinen Glauben an Gott hat leiten lassen in dieser Situation, sondern durch Angst. Schaut mal Vers 11, was er hier sagt zu Abimelech. Als er sagt, hey, was hast du mit uns gemacht? Was sollte das? Sagt er in Vers 11, weil ich dachte, an diesem Ort gibt es keine Gottesfurcht. Deswegen habe ich so gehandelt. Warum? Warum kommt Abraham also wieder mit dieser Story um die Ecke? Seine Einschätzung dieser neuen Situation, seine Einschätzung der Menschen, die dort leben und seine Angst davor, was passieren könnte, lässt ihn schon wieder zu dieser
Halbwahrheit, die eigentlich eine Lüge ist, greifen. Und ja, wenn man es rein technisch betrachtet, könnte man Sarah sogar als seine Schwester bezeichnen. Es gibt da verwandtschaftliche Beziehungen. Aber darum geht es nicht. Es geht um seine Motivation. Er will bewusst täuschen, um sich vor allem Dingen zu schützen. Er handelt aus Angst heraus und zwar nicht erst seit gestern. Schaut mal, was er in Vers 13 sagt. Da erzählt er ja, Abraham ist hier sehr gesprächig, habe ich gemerkt bei der Predigtvorbereitung. Schaut mal, was er erzählt, Vers 13. Als ich losgezogen bin, vor 25 Jahren, da habe ich zu meiner Frau gesagt, an jedem Ort, wo wir hingehen, sag bitte, dass du meine Schwester bist, okay? Wahrscheinlich hatte Sarah gar keine Wahl. Okay. Also er nimmt sie mit rein in diese Halbwahrheit, in diese Täuschung. Sag einfach, er ist mein Bruder, ich bin seine Schwester. Und wir können davon ausgehen, dass das, was in Ägypten damals in Kapitel 12 und hier jetzt in Kapitel 20 passiert, nicht die einzigen Male waren, wo das passiert ist. Das war sein Weg, um sich zu schützen. Das war seine Lösung. Das war sein Muster, auf das er sich immer wieder zurückzog, wenn er in solche Situationen kam. Statt Gott zu vertrauen, ab ins Muster. Da fühle ich mich sicher. Sie ist meine Schwester. Und schaut mal, wie er anfängt in Vers 11 bis 13 sein Verhaltensmuster, das immer wieder kommt, zu erklären, zu entschuldigen. Warum handelst du so, Abraham? Fragt der König ihn. Erstens, meine Frau. Zweitens, ihr seid alle gottlos, deswegen, ich hatte Angst vor euch. Und drittens, Gott hat mich umherirren lassen. Habt ihr das gesehen? Umherirren lassen, das ist total der negative Begriff. Das ist nicht, Gott hat mich herausgerufen aus meiner Heimat und hat mich in dieses Land geführt. Er lässt mich umherirren, deswegen muss ich mir solche Storys ausdenken. Ich armer Kerl. Was wir hier bei Abraham sehen, ist etwas, womit jeder von uns beschäftigt ist und zu kämpfen hat, nämlich der Realität von Sünden oder aber von sehr schwierigen Verhaltensmustern, die sich mit den Jahren und durch die Erfahrungen, die wir machen, fest mit unserer Persönlichkeit, unserem Herzen verbinden können. Überleg mal, so tief sitzt dieses Muster in Abrahams Herz verankert, dass ein Mann, der so mutig war, mit einer kleinen Gruppe von Männern hinter einer Armee hinterherzulaufen, um seinen Neffen rauszuholen, in dieser Situation Angst bekommt und sagt, sie ist meine Schwester. Da stimmt doch was nicht. In einer viel ungefährlicheren Situation reagiert Abraham so. Er zieht sich auf sein altbekanntes Muster zurück und ist mal wieder untreu und ungläubig und verliert Gottes Verheißungen aus den Augen. Viele von euch haben wahrscheinlich schon mal Videos oder Bilder von den Geysiren in Island gesehen. Ja, das sind von außen betrachtet erstmal komplett ruhige Gewässer. Ganz ruhige Gewässer. Aber plötzlich, aus dem Nichts, schießen aus diesen Gewässern heiße Fontänen. Meter hoch. Ja, der Luftdruck verändert sich, Erdbebentätigkeit in der Nähe, Gezeitenkräfte, Niederschlagsmengen. Irgendetwas kommt zusammen, irgendwelche Gegebenheiten ändern sich und eine Fontäne schießt hoch. Und genau wie bei Abraham haben wir als Menschen, auch als Kinder Gottes, sündige oder zumindest negative Muster, die eine Zeit lang verborgen bleiben können, die aber in bestimmten Situationen, wenn der Luftdruck sich verändert, plötzlich zu einer Fontäne nach oben schießen können. Wie eine Fontäne nach oben schießen können. Ja, irgendetwas passiert, Umstände verändern sich, irgendjemand sagt etwas oder irgendjemand guckt. Und die Fontäne schießt hoch. Das Muster ploppt hoch. Ja, was können das für sündige Muster sein? Und da gibt es natürlich Unterschiede von Person zu Person, aber vielleicht findest du dich jetzt in dem einen oder anderen wieder, was ich jetzt sage. Dein Ehepartner oder dein Freund kritisiert dich freundlich, weist dich auf etwas hin, was wirklich eine Sache bei dir ist, und du reagierst trotzdem sofort mit Lautwerden oder Aggressivwerden. Und ab jetzt distanzierst du dich von dieser Person. Der ist sowieso schwierig.
Ja, der Stress auf deiner Arbeit oder in deinem Leben steigt an und du greifst automatisch zur Ablenkung. Du verbringst viel mehr Zeit auf Social Media oder du greifst zu Alkohol. Rechnungen müssen bezahlt werden und du wirst ganz schnell unruhig und reagierst auf alles und jeden plötzlich gestresst. Dein perfekt geplanter Tag wird durch irgendwas oder irgendjemanden gestört und du bist ganz schnell wieder bei 180. Dein Ehepartner will mit dir über den Zustand eurer Ehe sprechen und du ziehst dich automatisch zurück und sagst einfach die ganze Zeit nichts. Christen können sündige Muster in ihrem Herzen und Leben haben. Und wir haben genau wie Abraham auch die Fähigkeit, diese Muster einfach zu entschuldigen und wegzuerklären. Die Ursache für unser Handeln liegt immer außerhalb von uns, natürlich. Abraham dachte nicht daran, dass der Fehler bei ihm liegt. Er suchte außerhalb von ihm nach Erklärungen. Die böse Umgebung, seine Frau, wenn ich die nicht hätte, würde ich auch nicht lügen. Und natürlich Gott, der hat mich ja erst zum Wanderer gemacht. Ich wäre gar nicht hier. Und genauso wir, ich konnte nicht anders reagieren. Hätte der anders mit mir geredet, hätte ich auch anders reagiert. Die Umstände haben dazu geführt, dass ich so durchdrehe, dass ich so laut werde, dass ich so gestresst bin. Christen können auch manchmal, und das ist das andere, da ploppt es dann nicht nur hoch, sondern ist die ganze Zeit da. Christen können Jahre, manchmal Jahrzehnte lang sündige Muster in ihrem Leben haben und tolerieren und es irgendwann als Persönlichkeitsmerkmal verkaufen. Ich bin halt so. Ich war schon immer so. Ja, es können sündige Haltungen und Gewohnheiten sein, die einfach so fest schon zu uns gehören und sie ploppen nicht mehr hoch wie bei Abraham, sondern sie sind unterschwellig die ganze Zeit da. Ja, da ist Unversöhnlichkeit und so eine Härte, so eine Bitterkeit gegenüber dem Leben und gegenüber Menschen. Und wir erklären es einfach damit, ja, wenn du mein Leben gehabt hättest, dann wärst du auch so. Oder ist da Faulheit und Disziplinlosigkeit, die wir einfach damit erklären, dass wir halt chillige Typen sind? Wir sind einfach so. Und in Wirklichkeit sind es Gewohnheitssünden. Wir haben uns daran gewöhnt und haben es zu einem Persönlichkeitsmerkmal von uns gemacht. Weil uns persönlich darf man ja nicht angreifen. Aber, und das zeigt unser Text, diese Muster, auch wenn wir uns an sie gewöhnen, auch wenn es uns manchmal sogar gefällt, mit ihnen zu leben, sie richten auf lange Sicht Chaos und Wunden an. Habt ihr gemerkt, was in Gera los war, weil ein Kerl gemeint hatte, er müsste in seinem Muster weiterleben? Eine ganze Familie wurde einfach krank. Und die Botschaft, die Gott hier sagt, ist, es ist nicht egal, wenn du in deinen Mustern bleibst. Das wird dir schaden und das wird deiner Umgebung schaden. Und wir müssen deshalb daran arbeiten, diese Gewohnheiten und Verhaltensweisen, diese Muster in unserem Leben loszuwerden. Und wie können wir das? Erstens ganz einfach, gesteh dir ein, dass da ein Muster ist bei dir. Gesteh dir ein, dass du da ein Muster hast, das immer wieder hochploppt. Oder die ganze Zeit unterschwellig da ist. Das dich schon sehr lange begleitet und frag dich, woher das kommt. Ignorier das nicht einfach und vor allem tolerier das nicht, sondern frag dich, warum reagiere ich jedes Mal so? Warum reagiere ich jedes Mal so aggressiv, wenn meine Frau mich auf etwas anspricht? Warum ziehe ich mich immer sofort zurück, sobald es irgendwie ungemütlich wird, sobald es darum geht, dass Gott etwas in mir, in meinem Leben aufdecken will? Warum fällt es mir so unglaublich schwer, auch über Dinge zu sprechen, die in meinem Herzen nicht in Ordnung sind? Ist da fehlendes Gottvertrauen, dass ich Gott das nicht zutraue, dass er das aushält? Ist da vielleicht Stolz? Ist da Angst? Hat das Evangelium mein Herz nicht genug erreicht? Das ist das Erste. Gesteh dir das ein. Zweitens, erinnere dich daran, wie es beim letzten Mal ausgegangen ist. Wie es beim letzten Mal ausgegangen ist, als das Muster hochgeploppt ist. Erinnere dich daran. Halte dir vor Augen, was das mit deinem Herzen macht, wenn du darin bleibst. Drittens, vergiss nicht, dass du deinem Muster nicht hilflos ausgeliefert bist. Du bist deinen Mustern, deiner Sünde, deinen Gewohnheiten nicht hilflos ausgeliefert. Wenn du Kind Gottes bist, wohnt Gottes Geist in dir. Das bedeutet, er kann dich daraus befreien. Er kann dich da rausholen. Und deshalb komm mit deinen Mustern, mit deinen Gewohnheitssünden, mit deinen Dingen, die immer wieder bei dir hochkommen,
zu Jesus, bekenne ihm das, was sich so festgesetzt hat bei dir und werde frei. Aber da ist noch etwas anderes, was natürlich mit dem zusammenhängt. Abraham kommt in eine neue Situation, die eigentlich nicht so neu ist. Aber er kennt diesen Ort nicht. Er kennt die Menschen nicht und deshalb reagiert er mit Angst. Er verliert komplett den Blick für Gott und seine Zusagen und deshalb handelt er so, wie er handelt. Und jetzt schaut mal in das nächste Kapitel rein, Kapitel 21. Da haben wir eine sehr ähnliche Situation mit einer anderen Person. Und zwar mit Hagar, der ägyptischen Magd von Sarah. Ja, nicht nur Abraham erlebt so ein Déjà-vu, sondern auch Hagar. Sie findet sich nämlich plötzlich in der Wüste wieder. Ja, es gab Stress zwischen Isaak und Ismael. Unser Text drückt das sehr euphemistisch aus. Also hier steht bei mir in der Übersetzung, sie sah Ismael zu beim Scherzen. Das ist sehr milde ausgedrückt. Der Junge hat den anderen Jungen ordentlich gepiesackt. Und das Neue Testament sagt sogar, Ismael hat Isaak verfolgt. Also das ist nicht einfach ein kleiner Streit zwischen Kindern gewesen. Also es kommt zum Konflikt und wir sehen mal wieder, wie Sünde aus der Vergangenheit Schmerz in der Gegenwart auslöst. Denn das ist genau das, was hier in unserem Text passiert. Und jetzt kommt es zu dieser dramatischen Situation. Abraham schickt Hagar und ihren Sohn weg, seinen Sohn. Und wieder mal findet sich Hagar in der Wüste, genau wie in Kapitel 16. Und diesmal ist sie nicht schwanger, sondern hat ihren Teenager dabei. Und irgendwann ist das Wasser aufgebraucht und wir sehen, wie sie an dieser Situation komplett verzweifelt. Schaut mal rein, was hier passiert. Sie verzweifelt komplett, sie legt ihren Sohn, der wahrscheinlich auch fertig ist, einfach unter einen Strauch und geht weit weg. Warum? Ich will nicht zusehen, ich will nicht sehen, wie mein Junge stirbt. Schreckliche Situation, eine schreckliche Situation. Aus der Sicht der Mutter vollkommen nachvollziehbar, wie sie reagiert. Und in ihrer Verzweiflung tut sie eben das. Und dann kommt Gott zu ihr ab Vers 17 und sagt ihr, dass sie sich nicht fürchten soll, erinnert sie an seine Verheißungen und öffnet ihr die Augen, sodass sie was sieht? Ein Wasserbrunnen. Schau mal, so verzweifelt ist diese Frau, dass sie nicht nur sich und ihr Kind aufgibt, sondern A, völlig vergisst, was ein paar Jahre vorher passiert ist, auch in der Wüste. Und B, dass da ein Wasserbrunnen ist, den sie nicht sieht. In der Fremde ängstlich und verzweifelt. Ja, beide, Abraham und Hagar, kommen in eine Situation, die sie herausfordern. Und beide scheinen in dieser Situation, die sie sehr ähnlich schon mal erlebt haben, wieder zu vergessen, dass Gott da ist. Und deshalb reagieren sie so ängstlich und verzweifelt. Und das ist der Punkt, den wir hier mitnehmen müssen. Verlier Gott aus den Augen und ganz schnell werden Sorge, Angst und Verzweiflung dein Herz immer wieder einnehmen. Solange, wir wissen das doch alle, oder? Solange alles gut, normal und routiniert abläuft, solange nichts Ungeplantes passiert, ist es unglaublich gut und einfach, Gott zu vertrauen. Ja, es ist so einfach zu singen, ich weiß, du hast den besten Plan, auf dem ich mich verlassen kann, solange alles nach meinem Plan läuft. Solange alles nach meinem Plan läuft. Solange wir alles unter Kontrolle haben und möglichst alles so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber was ist mit solchen Situationen wie bei Abraham und Hagar? Was ist, wenn Gott sich entscheidet, mich in die Fremde zu führen? In Situationen hinein, die ich nicht mehr kontrollieren kann. Wo ich meine Coolness verliere. Wo ich den Überblick verliere. Wo es sich chaotisch anfühlt und ich vielleicht sogar Angst bekomme, wenn Beziehungen zerbrechen, Sicherheiten wegfallen, Gewohntes nicht mehr da ist, Gesundheit nicht mehr da ist, sicher geglaubte Strukturen bröckeln. Wie schnell packt dann Angst unser Herz? Und das wiederum kann sehr schnell dazu führen, dass wir versuchen, die Situation eigenmächtig zu lösen oder wie Hagar zu resignieren und zu verzweifeln. Und diese beiden Kapitel fordern uns heraus, Gott auch in der Fremde, in der Wüste, an Orten und Situationen, die wir nicht kennen und die uns Angst machen, zu vertrauen. Denn das dürfen wir hier wissen und das ist der nächste Punkt. Diese fremden Orte und Situationen sind nicht fremd für Gott. Und das ist das, was wir als nächstes hier sehen, nämlich dass Gott beide, Abraham und auch Hagar, in der Fremde bewahrt und trägt. Ich weiß, ich sage es wahrscheinlich bei sehr vielen Texten, die ich predige, aber
Weder Abraham, noch Abimelech, noch Sarah, noch Hagar sind die Hauptakteure dieses Textes. Wenn du einen roten Stift nehmen würdest und jetzt jede Stelle unterstreichen würdest, an der Gott hier etwas tut, dein Text wäre ganz schön rot. Denn das, was wir hier sehen, ist Gott, der wirklich durchgehend handelt. Das hier ist ein Gott, der souverän dafür sorgt, dass sich seine Verheißungen erfüllen. Das ist ein Gott, der aktiv dafür sorgt, dass das eintrifft, was er versprochen hat. Und schaut mal, lass uns das mal gemeinsam durchgehen. Wir starten mal in Kapitel 20. Vers 3 kommt Gott im Traum zu Abimelech. In Vers 6 erklärt Gott Abimelech, dass er ihn davon abgehalten hat, Sarah zu berühren. In Vers 7 sorgt er dafür, dass Abimelech Sarah wieder zurückgibt. In Vers 17 sehen wir, dass Gott Abimelech und seine Familie heilt. Er hat sie also vorher krank werden lassen. So, Kapitel 21, Vers 1, Gott sorgt dafür, dass Abraham und Sarah Eltern werden. In Vers 6 bereitet Gott Sarah ein Lachen. In Vers 12 beruhigt Gott Abraham damit, dass er ihm zusagt, sich um Ismael zu kümmern. In Vers 17 hört er Ismaels Stimme. In Vers 18 verheißt er nochmal, dass er Ismael zu einer großen Nation machen wird. In Vers 19 öffnet Gott Hagar die Augen. Und in Vers 22 heißt es, dass Gott mit Abraham ist und er deswegen auch in der Fremde gute wirtschaftliche und politische Beziehungen hat. Merkst du, wie involviert Gott hier ist? Wie er alles, was passiert, kontrolliert. Er überlässt nichts dem Zufall. Ja, Abraham ist hier in der Fremde, aber Gott ist eben nicht weit weg. Er ist da, er sieht alles, er regiert alles. Ja, Abimelech lässt die Finger von Sarah, weil Gott ihn davon abhält. Und es ihm nicht gestattet. Abimelech und seine Familie werden krank, weil Gott sie wegen Sarah krank werden lässt. Abimelech und seine Familie werden wieder geheilt, weil Gott das Gebet von Abraham erhört. Sarah wird schwanger, weil Gott sie schwanger werden lässt. Hagar sieht einen Brunnen, weil Gott ihr die Augen öffnet. Und Abraham erlebt in der Fremde Segen, weil Gott mit ihm ist. Ja, Abraham ist in der Fremde, umgeben von unbekannten Menschen, in einer unbekannten Kultur, aber er ist nicht allein, er wird bewahrt. Ja, Hagar ist in der Wüste, in einer wirklich verrückten, herausfordernden Situation, aber sie ist nicht allein. Denn in der Fremde war niemand geringer als der lebendige Gott an ihrer Seite. Der erste Petrusbrief spricht davon, dass wir als Christen in dieser Welt Fremde sind. Wir sind Fremde. Das ist nicht unser Zuhause. Wir sind wie Abraham in der Fremde. Und das gilt auch für uns im 21. Jahrhundert. Ja, wir leben zunehmend in einer Kultur, deren Werte sich weiter und weiter vom christlichen Glauben verabschieden. Ja, wir leben zunehmend in einem Klima, das einigen christlichen Überzeugungen gegenüber argwöhnisch und manchmal auch feindselig gestimmt ist. Und das ist eine Erfahrung der Fremde, die wir machen als Christen. Aber dann gibt es noch eine andere Ebene der Fremde und die hatten wir schon im ersten Punkt angesprochen. Es sind Lebenssituationen, die nicht einfach nur neu für uns sind, sondern uns gefährlich, bedrohlich und chaotisch vorkommen. Es sind Lebenssituationen, in denen uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird, in denen uns festgeglaubte Sicherheiten wegbrechen. Lebenssituationen, in denen wir mit jeder Faser spüren, dass wir nicht mehr die Kontrolle haben. Und jeder von uns hat solche Situationen schon erlebt. Oder wird solche Situationen erleben. Und weil wir alle durch solche Erfahrungen gehen, sind 1. Mose 20 und 21 ganz entscheidende Kapitel für unsere Herzen. Denn Gott sendet hier unglaublich wichtige Botschaften an dich und mich. Und die erste Botschaft ist folgende. Gott sagt uns hier, ich halte jede Situation deines Lebens absolut souverän in meiner Hand, unabhängig davon, wie gefährlich, aussichtslos und chaotisch sich das auch anfühlen mag, was du gerade erlebst. Ja. Schaut mal, weder der vermeintlich gefährliche Abimelech noch die gottlose Kultur da in Gera noch die Wüste bei Hagar haben Gott in seiner Souveränität begrenzt.
Abraham war Abimelech nicht hilflos ausgeliefert. Hagar war der Wüste nicht hilflos ausgeliefert. In beiden Situationen behielt Gott die absolute Kontrolle. Sah das gefährlich aus, was Abraham erleben musste? Auf jeden Fall. Sah das bedrohlich aus, was Hagar erleben musste? Auf jeden Fall. Und trotzdem verlor Gott nicht die Kontrolle. Wir sehen hier, dass er Herzen und Gedanken von Königen wie Wasserbäche lenkt. Und dass er in der Wüste Menschen Wasserbrunnen sehen sieht. John Piper hat das einmal so toll auf den Punkt gebracht. Gott tut jeden Tag in deinem Leben mehr als 1000 Dinge. Und du bist dir davon 2 bis 3 bewusst. Er verliert nicht die Kontrolle. Und die zweite Botschaft, die Gott hier für uns hat, ich bleibe gnädig und treu, auch wenn du untreu bist und darin versagst, mir zu vertrauen. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Genau das beweist unser Text. Gott ist nicht hier einfach nur unglaublich mächtig. Gerade Kapitel 20 zeigt auch, wie treu und gnädig Gott ist. Überleg mal, Abraham ist in dieser Situation wegen seines Versagens. Er ist deswegen wieder so richtig ins Schlamassel geraten. Er war wieder ungläubig, hat wieder an Gott gezweifelt. Und was tut Gott? Wendet er sich ab? Nein, er stellt sich so schützend vor sein Kind, dass er diesen heidnischen König sogar krank werden lässt und seine gesamte Familie, um sein Kind zu schützen. Und habt ihr gemerkt, wie Gott Abraham bezeichnet, als Abimelech anfängt, mit ihm zu diskutieren? Abraham, das ist mein Prophet, der wird für dich beten. Ein krasser Prophet. Ganz schön ungläubiger Prophet, oder? Und Gott nennt Abraham trotzdem in dieser Situation, das ist mein Prophet, der soll für dich beten. Aber wie geduldig ist Gott. Abraham durfte in dieser Situation, vor allem durch den Tadel eines heidnischen Königs, der hier viel gerechter ist als er durfte wieder neu lernen, mein Gott ist wirklich der treue Bundesgott. Er steht wirklich zu seinen Kindern. Und überleg mal, wie treu und gnädig Gott hier ist. Abraham versagt mal wieder und Gott bezeichnet ihn so, Gott lässt ihn mega reich aus dieser Situation herausgehen. Wir lesen ja einfach so drüber, und am Ende gibt ja Abimelech Sarah ein Geschenk. Das, was er ihr da gibt, dafür musste eine Magd in der Region 167 Jahre arbeiten. Ihr habt richtig gehört, 167 Jahre arbeiten. Das kriegt sie einfach so. Wofür eigentlich? Seht ihr, wie gesegnet, wie beschenkt Abraham hier rausgeht? Hat er irgendwas dafür getan? Ja, gesündigt. Und wieder mal beweist die Bibel an dieser Stelle, dass wir genau eine Sache zu unserer Errettung beigetragen haben, unser Versagen. Der Rest ist einfach nur Gnade und Geschenk von Gott. Und Gott ist nicht blind für Abrahams Versagen. Wir dürfen das nicht falsch verstehen. Gott ist nicht blind für Abrahams Versagen. Nein, er ist einfach nur gnädig und er steht zu seinem Versprechen. Und die dritte Botschaft, die hier sehen, ist, ich erfülle alles, was ich dir zugesagt habe, auch wenn äußerlich alles dagegen zu sprechen scheint. 1. Mose 20 und 21 zeigen uns einen so großen Gott, den nichts daran hindern kann und nichts daran hindern wird, seine Verheißungen zu erfüllen. Weder ein heidnischer König, noch der Unglaube Abrahams, noch eine Wüste ohne Wasser. Er wird alles dafür tun, um das zu erfüllen, was er versprochen hat. Er wird erfüllen, was er verheißen hat. Und es gibt nichts im Himmel oder auf der Erde, das ihn daran hindern kann. Ja, keine politische Macht, keine noch so gottlose Kultur, keine Grenzerfahrung deines und meines Lebens. Und ich hoffe, dass dieser Text etwas mit uns Christen macht, weil wir auch in unserer zunehmend säkulareren Kultur so ein Gefühl bekommen, dass wir unserer gottlosen Kultur als Christen ausgeliefert sind. Schaut mal, wie schlimm es draußen ist. Schaut mal, wie gottlos es wird. Und das kann uns so pessimistisch machen und so zurückgezogen machen, dass wir nicht mehr unseren Glauben mutig und frei leben. Und dabei sollten wir genau das tun, denn in der Fremde ist Gott immer noch der König. Er ist hier der König, nicht Abimelech.
Seine Verheißungen sind unzerstörbar. Und überleg mal, Abraham hatte seinen Glauben daran immer wieder verloren, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Und dann gibt ihm Gott eine richtig krasse Gegenstandslektion. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Gott sagt zu Abraham, so, du betest jetzt für Abimelech. Und wofür soll Abraham beten? Dafür, dass Abimelech und seine Frau wieder Kinder bekommen. So, jetzt betet Abraham einmal. Was funktioniert? Wie viel Mal hatte Abraham dieses Gebet für sich und seine Frau gebeten? 100 Mal? 1000 Mal? Und er betet jetzt einmal für einen heidnischen König. Und Gott sagt, okay. Und es ist so, als würde Gott Abraham dadurch sagen, ich bin mächtig genug, Abraham, um dir das zu schenken, was ich dir versprochen habe. Bitte vertrau mir endlich. Vertrau mir endlich. Und du brauchst diese Botschaften für dein Leben in der Fremde. Du brauchst diesen Blick auf Gott, dieses Bild von Gott in deiner Erfahrung von Fremde. Warum? Weil die Fremde etwas mit uns macht, vor allem mit unserem Herzen. Die Fremde, in welcher Form du sie auch gerade erlebst, lässt uns ängstlich werden. Sie greift unser Gottvertrauen an. Sie lässt uns besorgt sein, uns verzweifeln, hoffnungslos werden. Sie kann uns dazu bringen, dass wir uns aus Furcht zurückziehen und resignieren. Und sie kann uns Christen, genau wie Abraham, unbewusst zu Deisten machen. Also zu Menschen, die rein äußerlich daran glauben, dass Gott da ist, die aber nicht mehr davon ausgehen, dass er in ihrem Leben involviert ist, dass er wirklich da ist, dass er wirklich eingreifen kann, dass er wirklich die Kontrolle hat. Ja, die Fremde kann etwas mit uns machen, sie kann unseren Blick, unsere Emotionen so fesseln, dass wir gar nicht mehr schaffen, hochzuschauen. Hochzuschauen, um zu entdecken, dass Gott in der Fremde da ist. Dass er in dieser Fremde immer noch alles regiert. Ja, Abraham hatte nur noch den Blick für den gefährlichen König und die gottlose Kultur. Hagar hatte nur noch den Blick für die Wüste. Kinder Gottes, die im Leid sind, die in der Fremde sind und ihren treuen Gott aus dem Blick verlieren, sehen nur noch Dunkelheit. Nur noch Gefahr, nur noch Wüste. Und dann verzweifeln sie und deshalb ziehen sie sich zurück und bekommen immer mehr Angst, weil die Fremde ihr Herz dominiert. Und deshalb fühlen sie sich so schnell ausgeliefert, deshalb fühlen sie sich so allein, weil sie denken, ich bin allein in der Fremde. Aber was ist, wenn du nicht allein bist? Vor einiger Zeit gab es ein Rückspiel auf internationalem Niveau zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Barcelona. Und normalerweise ist es so, dass wenn jetzt Frankfurt nach Barcelona fahren würde, wäre das Stadion natürlich voll mit Barcelona-Fans. Ja, das ist das sogenannte Heimspielvorteil. Du hast deine Fans bei dir zu Hause. Das ganze Stadion ist, mit Ausnahme von ein paar Fans, sind einfach nur die Fans von Barcelona. So war es geplant. Aber die Rechnung haben sie nicht gemacht mit den Frankfurt-Fans, die einfach ganz viele Tickets gekauft haben und plötzlich waren in Barcelona 30.000 Frankfurt-Fans bei einem Auswärtsspiel. Und das vermeintliche Auswärtsspiel war keins mehr. Und Frankfurt gewann. Was ist, wenn du gar nicht allein bist? Was ist, wenn das vermeintliche Auswärtsspiel, in dem wir uns jetzt gerade alle befinden, eigentlich gar kein Auswärtsspiel ist, sondern Gott da ist und uns trägt, die ganze Zeit trägt, durch sein Evangelium, durch seinen Geist. Kind Gottes, bitte nimm diese Wahrheiten mit. In deiner Fremde ist dein Gott da. In deiner Fremde ist dein Gott treu. In deiner Fremde hat dein Gott die absolute Kontrolle. In deiner Fremde gibt es nichts, was ihn überrascht, was ihm fremd ist. In deiner Fremde ist nicht eine seiner Zusagen an dich in Gefahr. Und täglich muss ich mich deshalb als Kind Gottes dazu entscheiden, wovon ich mich leiten lasse in meinen Gefühlen und Entscheidungen. Von dem Glauben an einen guten und souveränen Gott, der alle seine Verheißungen erfüllt. Oder aber von meiner Angst und Furcht vor herausfordernden Situationen. Vor Szenarien, die auf mich zukommen könnten. Oder vor Menschen. Und das ist doch so gut zu wissen, oder? Unsere Fremde
ändert nichts an seiner Treue. Unsere Fremde ändert nichts an seiner Souveränität, nichts an seiner Gnade. Wir sind in der Fremde so schnell wackelig und unsicher, aber er verändert sich nicht. Deine Fremde, die Situation, die dich gerade herausfordert, ja, das Szenario, das dir vielleicht Angst macht, auch in Bezug auf nächste Woche, das ist ihm ja nicht fremd. Das ist ihm nicht fremd. Das ist nicht außerhalb seiner Macht. Deine Fremde ist ihm nicht unbekannt und deine Fremde bringt deinen Gott nicht aus der Ruhe. Kind Gottes, deine Fremde ändert deinen Gott nicht. Sie ändert deinen Gott nicht. Und das ist so gut zu wissen, oder? Wir dürfen diese Worte, die der Engel Hagar dort sagt, fürchte dich nicht. Wir dürfen sie für uns in Anspruch nehmen. Und Gott sagt damit nicht zu dir und mir, hör auf zu jammern. Das sagt er damit nicht. Er will damit unseren Blick weglenken von unseren Umständen, weg von dem vermeintlichen Szenario, das uns Angst macht, weg von unseren begrenzten Kräften auf sich. Denn das lässt uns in der Fremde, in der Wüste zur Ruhe kommen und trotzdem hoffnungsvoll leben. Ja, dunkle Zeiten in unserem Leben, verwirrende, aufwühlende Zeiten in unserem Leben sind immer noch Zeiten, in denen Gott nicht seine Kontrolle verliert. Und ich weiß, das fällt uns so unglaublich schwer zu glauben, wenn wir mittendrin im Leid sind, aber es ist wahr. Als unsere kleine Tochter 3 Monate alt wurde, bekam sie in einer Nacht plötzlich hohes Fieber und wir riefen bei unserem Krankenhaus in Herdecke an und die Ärztin sagte direkt, wir sollen sofort kommen. Wir sollen sofort die Kleine einpacken und hinfahren. Wir fuhren hin und warteten dann auf die Ärztin und sie kam rein und sagte dann zu uns, wir müssen ausschließen, dass die Kleine eine Infektion hat. Das heißt, wir müssen ihr Blut abnehmen. Ich bin zum ersten Mal Vater und ich sollte die Kleine dann hinlegen und dann bat mich die Ärztin so, sie halten die Kleine jetzt an beiden Armen fest und ich werde ihr Blut abnehmen. Ich lege Naemi hin und Naemi ist eine entdeckerfreundliche, freudiges Mädchen und guckte erstmal und dachte, Papa macht Spaß. Und guckt mich an und merkt dann plötzlich, okay, wer ist das da? Und in dem Moment, wo die Spritze in ihren Arm geht, fängt sie an zu weinen, guckt mich an und schreit. Und weint. Tat das weh, was Naemi da erleben musste? Hat Naemi verstanden, was sie da erlebt hat? Nein. Meinte ich als Vater es in diesem Moment absolut gut mit meiner Tochter? Ja. Und irgendwann wird sie verstehen, sie wird sich nicht daran erinnern, aber irgendwann könnte sie sich erinnern, wird sie verstehen, das war gut, das war richtig. Tat das weh? Ja. War dem Papa das egal, dass ich geweint habe? Nein. Das war richtig. Bist du gerade in einer Situation, die dir Angst macht? Die dich aufwühlt? Hast du gerade etwas erlebt, was dich unsicher gemacht hat, weil es sich so anfühlt, als habe Gott dich allein gelassen, den Überblick verloren? Was passiert hier gerade mit mir? Er hat nicht den Überblick verloren. Ja, du erlebst Schmerz. Ja, du gehst gerade vielleicht durch eine Wüste, aber er ist da, er liebt dich und es sind nicht irgendwelche fremden Arme, die dich halten. Es sind die Arme deines Vaters, die dich halten. Und weil es seine Arme sind, kommt nichts an dich heran, was er nicht zulässt. In der Fremde bist du nicht allein. Du bist nicht vergessen. Und Abrahams Herz war immer wieder voller Zweifel, aber dann passierte etwas, was sein Herz wirklich verändert haben muss, was wir spätestens nächste Woche dann in Kapitel 22 sehen werden. Denn da hat Abraham einen anderen Glauben. 25 Jahre waren vergangen, seitdem sie aus Ur in Chaldea weggegangen waren. Und plötzlich wird Sarah schwanger. Sarah wird schwanger, ein unmögliches Versprechen erfüllt sich. Und schaut mal in diesem Text, das ist so wunderschön, ne? Umgeben von Zweifel, Unglaube und dann später Verzweiflung in der Wüste, mittendrin im Text, lachen. Lachen. Plötzlich lachen. Und zwar kein zweifelndes Lachen, kein sarkastisches Lachen wie in Kapitel 17 oder in Kapitel 20. Diesmal ist es Lachen voller Freude. Der verheißene Nachkomme ist da. Und jetzt konnten sie endlich mit ihren eigenen Augen sehen und spüren, dass Gott treu ist und er es immer war.
Jetzt ist es nicht mehr ängstlich und verzweifelt. Jetzt sehen wir in Kapitel 21 Lachen und am Ende unseres Textes sogar Anbetung. Mitten in der Fremde. Vers 33 baut Abraham wahrscheinlich einen Altar und betet Gott an. Eines Tages, viele Jahre nach diesem Moment, wurde ein Kind geboren. Der eine Nachkomme, um den es eigentlich die ganze Zeit geht in diesen Geschichten. Der eine Nachkomme, durch den alle Nationen, alle Menschen, auch du und ich, gesegnet werden sollen. Der eine Nachkomme, durch den Gott uns zu sich nach Hause bringen wollte. Jesus Christus. Und dieses Kind ist der ultimative Grund, warum wir wissen, dass Gott treu zu seinen Verheißungen steht. Bei ihm sehen und spüren wir, dass Gott treu ist. Jesus ist der Grund unserer Hoffnung. Wegen ihm dürfen wir jetzt schon lachen, auch wenn wir manchmal verzweifeln, zweifeln und ungläubig sind. Warum? Weil in diesem Kind, das dort geboren wurde, alle Verheißungen Gottes ihr Ja und ihr Amen haben. Und weißt du, eines Tages wird dein Vater im Himmel dich aus dieser Fremde dieser Welt in seine Heimat holen und du wirst nie mehr unsicher, nie mehr ängstlich, nie mehr zweifelnd sein. Du wirst befreit lachen, für immer. Weil du dann endlich ohne Unterbrechung entdecken wirst, dass wirklich jede einzelne Verheißung an dich sich erfüllt hat. Wir haben einen großen und souveränen und treuen Gott. Lass uns ihm glauben und ihm in der Fremde nachfolgen. Amen.